Moin, willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Ha, Tentacle. Ich habe mir immer noch nicht angehört, wie man es richtig ausspricht. Das ist egal. Ist ja auch nicht meine Muttersprache, ne? Und selbst in meiner Muttersprache spreche ich auch nicht immer alles richtig aus. Von daher ist das ja schon ganz gut. Wir haben noch theoretisch ein Kaugummi zu. Was machen wir mit dem scheiß Kaugummi? Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Kaugummi machen sollen. Ist das auch wieder ein roter Hering, der gar nicht irgendwo hinführt? So wie die Kettensäge damals? Müll in Schachteln. Wahrscheinlich nur Tentakelwinter. Winterkleidung. Kleidung? Ziehen die was an? Geliebte Freiheit! Ein Mauseloch? Sieht verlassen aus. Ach, schau mal einer an. Verlängerungsschnur mit Steckdose. So, wunderbar. Dann packen wir da den Hamster drauf. Der ist jetzt schön warm, der schwitzt nicht. Was soll das denn? Ja, wenn man die Welt retten will, dann muss man halt auch mal ein paar Sachen machen, die nicht so schön sind. Das macht keinen Sinn. Doch, du kannst den Hamster mit der Gabel da rausbrökeln. Können wir mit dem Mauseloch reden? Hallo? Staubwolken? Was ich jetzt brauche, ist ein Staubsauger. Warum ist hier unten bloß kein Staubsauger? Jeder Amerikaner sollte einen Staubsauger im Keller haben. Ich bin sicher, er ist da drin. Nicht mein Typ. Okay, wir wissen aber, was wir machen können. Mit Staubsaugern und so weiter. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Siehste, ganz einfach. Wenn Laverne das sagt und George Washington das auch sagt, ja, wir können es ja hinterher so auslegen. Ja, Leute, so funktioniert Geschichtswissenschaft. Wissenschaft, in Anführungszeichen. Ja, tut mir leid, ist so. Okay. Rein in die gute Stube. Und dann bereiten wir mal einen Vorschlag. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh! Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. So, was ist ein Staubsauger? Und da ist er. You suck. You suck. Wie gut ist das? Da ist eine Klappe an der Seite. Hat Fred eigentlich jetzt auch einen Staubsauger im Keller? Na. Das ist ein richtiger Hardliner, wa? Aber was auch immer sich die Tentakel aus den Gesetzen der Menschen machen. Naja. Jetzt holen wir uns mal den Hamster zurück. Bäm. Volle Pulle.
Yeah. Hallo, Hamster. Der muss auch einiges mitmachen. Ich glaube, da ist ein Hamster drin. Oder zumindest Teile von einem. Tada. Guck mal, der Staubball hat Augen. Okay, Versuch 2. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Yay! Damit ist der zweite Chrono John wieder am Start. Und... Das macht keinen Sinn. Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Das ist der gleiche Generator wie in Dr. Freds Labor. Kann ich die Verlängerungsschnur rausziehen? Ich will das nicht verändern. Es ist alles verbunden. Ja, siehste mal. Alles richtig gemacht. Gut, dann wären wir mit Laverne auch fertig. Jetzt frage ich mich nur... Diese 400 Jahre alte Uhr ist ein witziges Beispiel primitiver menschlicher Zeitmessung. Ob ich irgendwas vergessen habe und wie wir diese verdammte Unterschrift kriegen. Ich kann ja einfach mal Bernard alles schicken, was wir noch haben. Den Kaugummi haben wir noch für gar nichts benutzt. Und das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Was machen wir denn? Die Trophäe müssen wir dann vermutlich irgendjemandem geben, oder? Wie wär's, wenn wir die Trophäe einfach mal dem Purpur-Tentakel geben? So als besonderes Geschenk, keine Ahnung. Oder wir gehen einfach mal hier hin. Moin. Moin, moin, moin. Ist hier noch jemand? Nee. Hier ist niemand. In den Kamin müssen wir auch nicht rein. Da kommen wir denn nämlich auch wieder nicht weiter. Was machen wir denn mit der verdammten Trophäe? Die können wir nicht durch den Chrono John spülen. Vielleicht müssen wir damit ja gar nichts machen. Ich habe keine Ahnung mehr. Hier war das Gründerfederzimmer. Hier war das Discozimmer. Siehst du, das bringt uns auch nicht weiter. Und... gib Trophäe an Popo. Ich brauche deine komischen Angebote nicht. Kann ich dir was vorlesen? Das Design der thermodynamischen Fluxinduktionsstromkreise ist vielleicht das interessanteste Gebiet elektrischer Theorie. Nerv mich nicht. Ich bin ein mächtiges Tentakel. Ich könnte dich auf einem Reisteller servieren lassen. Das, klar. Das macht man doch nicht. Auf einem Reisteller servieren. Kann ich... Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Dann haben wir ja eigentlich alles benutzt, was es hier so gibt. Und die Trophäe ist nur witziges Beiwerk. Ich finde hier niemanden mehr, dem man was geben kann. Alle anderen sind weg. Kann ich noch was aus der Zeitmaschine holen? Nee. Eine Radkappe. Interessant. Nimm die mal mit. Was machen wir denn mit der Radkappe? Geliebte Freiheit. Geht's hier noch weiter? Nee. Nimm mal die Radkappe. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Hier braucht man keine Radkappe, wie fast überall. Wofür brauche ich die Radkappe? Also irgendwas muss ich hier noch machen. Irgendwas ist hier noch von enormer Wichtigkeit, was ich hier noch anfertigen muss. Und ich habe keine Ahnung was. Sonst würde ich keine Radkappe kriegen. Aber was macht man mit einer Radkappe? Wenn ich noch nicht mal ein Rad habe, was mache ich dann mit einer Radkappe? Den ausbalancieren? Okay, Bernard. Gib Schweizer Sparbuch an Dr. Fred. Das will er nicht. Sicher? Ja gut, es ist sowieso seins. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes.
Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Prima. Wo soll ich unterschreiben? Genau hier. Ja! Nun, viel Glück. Aber was mache ich jetzt mit der Radkappe? Ich habe keine Ahnung. Aber wir rufen erstmal an. Echt? Ich kann mich auch nicht am Originalspiel an eine Radkappe. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ja, hier. Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Wieder mal ein kleiner Denkfehler von mir. Ich muss die Post ja erstmal wegbringen. Okay. So, dann benutze das damit. So, hoch. Weg. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. So funktioniert diese Welt. Hoffentlich habe ich jetzt auch noch genug Geld da drauf. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Yay! Na, das ist Service. Das ist ja schön. Und direkt... Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Ich würde aufpassen, dass ich da nicht irgendwo abrutsche, Bernard. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie! Ich bin so froh. Ciao. Laverne! Super! Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin.
Oh oh. Keine Sorge, Jung. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein, wartet. Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Oh mein Gott. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Burner zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Das Leben könnte ja manchmal so einfach sein. Ist es aber nicht. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Das ist nicht gut. Entschuldige mich, uns. Nein! Jetzt wurden wir miniaturisiert. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Oha, da haben wir uns ja was vorgenommen. Was machen wir jetzt? Wow! Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Die Batterie lädt sich selber auf? Das ist ja ein Luxusgerät, mein Freund. Gut. Ach, wie leise, schön. Vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Können wir den nicht einfach mit Hoagies starken Armen überwältigen? Und schön auf die Nase hauen? Naja, wie auch immer. Gut, Leute, dann würde ich sagen, den letzten Teil unserer sehr, sehr merkwürdigen Reise begehen wir beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dann. Tschüss! Und was machen wir jetzt mit der Radkappe?